Okay. Wie sieht's bei euch aus? Ihr kommt eigentlich ganz gut damit klar. Okay, dann fülle ich euch nochmal auf. So. Jetzt haben wir also schon mal eine stabile Betonproduktion, eine stabile Stangen- und Plattenproduktion und seit neuestem jetzt auch Draht da oben. Das ist schön. Das ist schön. Jetzt muss ich warten, bis das alles hier fertig wird. Wobei ich denke mal. Ach, guck mal, ich habe hier noch gar keinen Container davor gestellt. Und da auch nicht. Mensch. Hüsige. Naja, dann wollen wir das doch mal. Dann wollen wir das doch mal ändern. Ich stelle es einfach in den Baum rein, ist mir jetzt egal. Das, was ich jetzt hier baue, bleibt sowieso nicht permanent stehen. Es bleibt nur eine Weile stehen, um für den Anfang. So, also das tut jetzt hier alles von allein. Das heißt, ich mache jetzt hier mal eine kurze Expedition. Lauf hier ein bisschen rum, sammle ein bisschen Zeug ein. Das ist ja auch wichtig, also hauptsächlich für Biomasse. Und wenn ich jetzt irgendwie auf dem Weg so Erze oder so finde, das ist ja, es gibt ja immer mal so Proben, die hier so rumliegen. Ich nenne die jetzt einfach Proben. So kleine Erze, so wie das hier. So, wenn ich sowas finde, und das ist etwas, das ich noch nicht habe, wie Schwefel, Kohle, Caterium, Quarz, dann nehme ich den Scheiß direkt mit. Und so Nahrung. Du sollst das aufheben. Wie viel Platz habe ich denn überhaupt? Ich habe gut Platz. Okay. Dann kann ich das machen. So, wo kommen wir da hin? Da sind Erzstellen. Da will ich jetzt mich gerade nicht hinbegeben, weil ich jetzt nicht unbedingt kämpfen will. Es sei denn, es muss sein. Das hier ist auch wieder Kupfer. So, da oben liegt was an diesem Waldvorsprung. Ich weiß nicht, ob das eine Erzquelle ist, die ich freikloppen muss, oder ob das so ein Probendings ist. Ich weiß aber wohl, dass hier Bauxit, dass da ein Gegner im Wald rumläuft, glaube ich. Bauxit ist jetzt für den Anfang eigentlich, glaube ich, noch überhaupt nicht wichtig für mich. Aber was man hat, das hat man. Und weiter geht das. So. Gut, ich gehe jetzt mal zurück zum Kupfer. Denn. Da oben in der Ecke. Oh, warte, ich sollte natürlich hier dran vorbei. Mit denen möchte ich nicht fighten jetzt. Ach, jetzt haben sie mich gesehen. Oder? Komm her. Ich meine, Überreste brauche ich. Wo ist der hin? Wo ist er hin? Ach du Scheiße. Au. Weißt du, was dein Problem ist? Du siehst aus wie ein Stein. Also, das ist mein Problem. Du siehst aus wie ein Stein, wenn man. Jetzt ist er wieder verschwunden. Jetzt steht er bestimmt gleich wieder hier vorne irgendwo.
Sag mal, will er mich verarschen? Ist der hier runtergefallen? Ja, dann nicht. Dann nicht. Okay, habe ich jetzt, ist mein Inventar voll? Nö. Okay, dann kann ich nämlich, wenn ich schon mal hier bin, direkt auch mal Draht mitnehmen. Da ist eine Probe. Das sieht mir auch nach Bauxit oder Eisen aus. Nun, Eisen brauche ich jetzt nicht. Ach, guck mal, was klebt denn da? Eine Schnecke. Schnecken kann ich auch. Brauche ich auch mehr als genug, früher oder später. Das heißt, wenn ich die sehe und ich komme ran, mitnehmen. This semi-slug seems to emit Ja, unfamiliar. ich weiß. So, und da sehen wir etwas ganz Tolles. Das ist nämlich eine Absturzstelle. Und die werde ich mir klar machen. Au. Weil erstmal liegen hier Teile rum. Das, aua. Das ist von Vorteil. Ich kriege, au. Ich kriege, wenn die mich nicht töten, kriege ich Tierteile. Au. Holy crap. Und ich komme an eine Festplatte ran. Das ist ganz doll wichtig für mich. Denn alternative Rezepte sind früher oder später ein nützliches Werkzeug, sage ich mal. Ein Hilfsmittel. Ja, ist ja auch ein Werkzeug. Ich habe hier in Erinnerung, dass hier zwei Motorenstapel lagen. Ja, da ist noch einer, siehst du? Ist hier sonst noch irgendwas? Weil gerade auch so Geschichten wie Draht, aber auch stabile Platten, das war ja gerade eigentlich das Wichtigste für mich. Ah, ich habe keine Kabel. Das ist mies. Hä, aber habe ich nicht gerade eigentlich Draht mitgenommen? Doch, habe ich. Mein Gott. Jetzt muss ich gerade die Werkbank mit Strom verbinden. Ja, okay. So, denn für den hier brauche ich Strom, um ihn zu öffnen. So, jetzt haben wir eine Festplatte. Jut. Data on the hard drive has been salvaged and can be repurposed to unlock an alternate recipe. Salvaging more hard drives will So. provide additional alternate recipe. Ja, das habe ich schon erklärt. Mensch. So, jetzt ist mein Inventar ein bisschen überfüllt, was bedeutet, ich gehe jetzt erstmal zum Lager zurück. Kann ich auf dem Weg noch ein paar Blätter mitnehmen? Ja, sieht so aus.